Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Monster Hunter World. Und ja, Schnapp den Schnapper werden wir heute machen und da müssen wir nämlich einen Kuluyaku fangen. Und das werden wir heute tun. Und auch das Laden der Aufgaben geht richtig, richtig, richtig schnell mit der SSD. Das ist total super. Deswegen werden wir auch sehr schnell gleich loslegen können. Ich muss aber noch kurz futtern. Hab völlig vergessen, dass ich unten bin. Da haben wir ihn. So, Geld bezahlen. Jo, hier. Zack. Ach, der hat wieder irgendwas zu schnacken hier. Was möchte er denn mit mir beschnacken? Oh, töte 7 Gaios, töte 14 Vespoiden. Ach, das ist ein Quest. Na, die macht, das sind zum Beispiel so Aufgaben, die möchte ich gerne ohne euch machen, weil die sind super langweilig. Und deswegen, ich werde nicht alle Aufgaben mit euch machen. Ein paar vielleicht schon, auch so Nebenaufgaben, aber die wo ich denke, die sind einfach super langweilig, die haben keinen Mehrwert für euch, die werde ich nicht aufnehmen. Ich hoffe, ihr versteht das. Oder ich werde sie vielleicht zusammen aufnehmen und keine Ahnung. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Das ist auf jeden Fall das Fangen eines Monsters. Das ist ein bisschen schwierig. Oder kann schwierig sein, besser gesagt. Also ich habe es schon geschafft, ein Monster, was ich eigentlich fangen musste, zu töten. Das ist nicht so cool. So, und auf den Monstern da, auf den langsamen, da können so seltene Vögel auf den rumlaufen. Beziehungsweise sich da so hinsetzen. Die hört man auch schon aus der Entfernung. Aber die zum Beispiel, diese Vögel, möchte ich gerne fangen. Aber die habe ich auf meinem Hauptcharakter sowieso schon, von daher ist es eigentlich egal. Die Spähkäfer haben etwas gefunden. Schau dir das mal genauer an. Super, die Spähkäfer folgen dem Geruch des Monsters. Halte Ausschau nach weiteren Fährten und Spuren. Oh, und Barot. Die Spähkäfer haben die Fährte des Monsters gefunden. Bald erreichen wir es. Ich hoffe, du bist bereit. Na los, folge den Spähkäfern. Ach, da vorne ist der Kuluyaku doch schon. Da ist er. Und so viele Spuren, wie der hinterlässt, ist es auch jetzt wirklich nicht schwierig, den... Oh, wie viele Spuren denn bitte? Sag mal. Also, please, wie viel? Ja, immer schön aufs Gesicht hier. Immer auf die Nase. Ja, mein Guter. Du kennst mich ja schon. Boah, im Wald haben wir dir ja auch schon eine gegeben. Die Spähkäfer verstecken sich, sobald der Kampf beginnt. Vergiss das nicht. Und danach können wir endlich unsere Waffe upgraden, hoffentlich. Ach, komm wieder her. Ich will dir doch nichts tun, Mensch. Möchte ich doch nur fangen und für irgendwelche Experimente benutzen. Da hinten sind sie gerade, aber die haben keine Tierchen auf sich drauf. Also muss ich mal eben gucken. Deswegen hat er mich auch gerade hier erwischt. Also mit dem Gedanken ein bisschen da hinten, beziehungsweise mit den Augen. Weil wenn diese kleinen Tierchen, die kleinen Vögelchen da draußen, meine ich,
dann muss ich da reagieren. Aber jetzt erstmal kurz schärfen. Ey, sag mal. Nun lass mich mal eben hier. Ich weiß gar nicht, ob man den mounten kann, wenn er den Stein hat. Da bin ich mir gar nicht sicher. Würde mich nicht wundern, wenn das nicht geht. Aber ihr seht, glaube ich, warum der manchmal so ein bisschen nervig sein kann. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass die Monster auch so, naja, so Besonderheiten halt haben. Wie er zum Beispiel immer die Steine nimmt. Der Barot sich im Schlamm suhlt und so. Es gibt ihnen irgendwie so eine Persönlichkeit. Ups. Ja, schon angeschlagen. So, warten wir es mal eben ab. Ich weiß halt nicht, wie stark er jetzt schon angeschlagen ist. Oh, der kann auch ein bisschen was auf die Fresse kriegen. Wenn du dich festkrallst, kannst du dich weiterhin bewegen. Allerdings kostet das jede Menge Ausdauer. Greife zum richtigen Zeitpunkt an. Das Ding hat Schleudermunition fallen gelassen. Dein Monster hängt in den Seilen. Stell jetzt eine Falle auf und fang es. Da steht ja aber gar nicht, dass es in den Seilen hängt. Seht ihr, wie schlecht das so zu sehen ist? Der humpelt gar nicht. Also die Humpelanimation ist das gerade gar nicht. Wahrscheinlich, weil er hungrig ist. Keine Ahnung. Bewirf es immer wieder mit Berührungsbomben, bis diese wirken. Und da haben wir ihn. Sehr schön. Und wir haben sogar noch etwas Zeit. Das heißt, wir können noch eine kleine Jagd dranhängen. Das ging relativ schnell. Ich dachte, wir brauchen länger. Dann gucke ich gleich mal, welche Nebenquest für uns interessant sein könnte. Also die eine ist richtig nervig, das weiß ich. Aber schauen wir mal, ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Juwelenkaktus. Hm. So, guck mal gleich mal. Begib dich sofort zur Wildturmödnis. Ja, ja. Psst. Hallo. Hallo. Gut, dich zu sehen. Viel Glück. Fange einen Barot. Hm. Okay. Ihr wollt mich ja sowieso leiden sehen, denke ich mal. Und das ist eine Quest, die ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Fange einen Barot. Ach, das ist sogar eine Dreier-Quest hier. Der Erdrotschwüfern. Gott, ich hasse den Knaben, ey. Gut, wir schauen mal eben, ob wir die Waffe upgraden können. Wenn wir die Waffe upgraden können, dann wird das auf jeden Fall eine Ecke einfacher sein. Die Folge wird dann wohl etwas länger dauern, wie üblich. Aber das ist in Ordnung. Kuloklinge, oh ja da. Ich liebe die. Die sieht einfach so geil aus. Und auf der anderen Seite hat die auch noch schön Affinität drauf. Affinität ist sowas wie eine Chance zu critten. Beziehungsweise Bonusschaden zu machen. Das ist richtig cool. Und die sieht auch noch richtig stylisch aus, finde ich. Was die Klamotten angeht, da müssen wir mal gucken, was ich mir da mache.
Beziehungsweise können wir mal eben kurz schauen, ob wir da vielleicht noch was bauen können. Da gehe ich auch nicht nach Style, sondern da gehe ich jetzt wirklich nur nach den Fähigkeiten. Solltet ihr übrigens auch tun am Anfang. So, Gesundheitsboost, das klingt eigentlich ganz gut. Schnellessen klingt aber auch gut. Aber jetzt gerade die Materialien dafür nicht. Der Angriffsboost ist nämlich auch ziemlich gut. Die Handschuhe, Palico, Lema, das ist eigentlich beide scheiße. Kräftigen ist allerdings gut. Das werden wir bauen. Schnellessen bei dem Helm ist übrigens auch ziemlich gut eigentlich. Aber so bei den Hosen, Botanikern, Betäubungswiderstand, Grillspießmeister, Galea-Anzug. Hä? Was ist das? Egal. Ist wohl so ein Event-Set oder so. So, dann würde ich noch kurz futtern. Oder haben wir schon? Nee, haben wir noch nicht. Puh, ja, warum eigentlich nicht? Ja gut, starten wir erstmal rein. Ausrüstung werden wir später noch ein bisschen optimieren. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt, ist sowieso low, ne? Low Rank, da ist es nicht so wichtig. Da kannst du theoretisch auch nackig durchgehen. Aber ist nicht zu empfehlen. Habt ihr gesehen, wie der eine reingehauen hat? Ach shit, ganz vergessen, die Falle mitzunehmen. Ich selber habe ja keine gecraftet. Was übrigens später auch sehr zu empfehlen ist für die stärkeren Monster. Da kann man dann immer selber craft mal die Fallen selber. Und dann fängt man damit die Monster innerhalb des Kampfes einfach nur. Also man betäubt die dann und haut die dann weiter runter. Das ist so gesehen auch ein Verwendungszweck. Beziehungsweise das ist, ja, wozu man sie meistens benutzt. Zumindest früher war das so. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so gemacht wird. Aber früher haben sie es ständig. Den will ich mal eben kurz haben. Das kleine Schweinchen. Ja. Von Monstern erhältst du Materialien. Sie sind wichtig, um neue Ausrüstung herzustellen und um alte zu verbessern. Ich glaube, mich entsinnen zu können, dass wir die Haut auch irgendwann nochmal brauchen. Ja komm, nerv nicht. Ich pack dich und deine Ischen doch gar nicht an. So, fast genug Spuren. Ist am Anfang ein bisschen lästig mit dem Spurensammeln. Das braucht man übrigens nachher nicht mehr. Also wenn man die Stufe hoch genug hat. Dann braucht man das nimmer. Ja, jedenfalls nicht mehr wirklich. Ich glaube, man sieht ihn die ganze Zeit. Bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Ist wieder auch schon eine Weile wieder her. Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Habt ihr irgendwie einen Todeswunsch oder so? Hm?
Gut. Da vorne sind die, aber wo ist der Barot? Netter Versuch. At least I tried. Na, die üblichen Laufwege, die kennen wir ja schon. Oh, da kommt der Barat. Sehr schön. Da brauche ich ja jetzt gar nicht so lange laufen. Leider geht gleich mein roter Buff wieder raus. Und ich weiß gar nicht, was diese gelbe Leiste unter meinem Dings ist. Unter meiner Waffe. Vorderbeine, Hinterbeine. Sehr gut. Ih, da ist ja Schlamm drauf. Ich hab gleich gesehen, dass der Schlamm irgendwo hat. Oder doch, das ist, sind diese doch da, da, okay. Oh Gott, hört, ich muss damit aufhören anzuvisieren, echt. Autsch. 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 Und ich bin tot. Doch nicht. Puh, die Katze hat mir echt den Arsch gerettet. Dankeschön. Scheiße, der haut mir ganz schön auf die Fresse. Versuche ich mal zu mounten. Ah, lieber nicht. Gerade gemerkt, dass meine Buffs ausgelaufen sind. Ohne Buffs bin ich dann doch nicht so nützlich. Ja, sehr schön. Er ist sauer.
Bushmaster ist Digger. Also nicht Digger im Sinne von Digger, sondern eher Dicker. Ja? Nur, dass da niemand was falsch versteht. Wobei ich sagen muss, dass mir manchmal ein Digger rausrutscht. Ich bin nicht stolz drauf. Aber es passiert von Zeit zu Zeit. Da, 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 da. Und diesmal hoffentlich kein Kaktor, weil der Kaktor wird es mir ansonsten echt verkacken. Mit der Kaktor wird es verkacken, auch gut. Okay, kein Kaktor an sich, das ist gut. Ja, ich brauch deinen Kopf. Du leidest an der Wasserpest. Damit gewinnst du langsamer Ausdauer. Das kann ich natürlich gut gebrauchen bei dem. Hab ich irgendwo eine Nullbeere? Nee, ich habe keine Nullbeere dabei, scheiße. Oh, Schwanz ab, sehr schön. Oh nö. Bevor ich es vergesse, mal eben kurz einsammeln. Ist noch nicht bereit, glaube ich. Ich glaube, der kann auch ein bisschen was auf die Fresse kriegen. Außerdem wäre ich ziemlich lost, wenn das nicht klappt. Ich habe keine zwei Fallen. Schön. Oh nein. Jura Todos. Das ist auch ein richtiges Kackvieh. Ach, Revue Kampf, okay. Jetzt werden wir gleich abwarten müssen. Okay, er hat genug eingesteckt. Das ist auf jeden Fall mehr als genug. Ne, wenn er so eine Bewegung macht, das heißt, er ist schwach genug. Aber er geht, glaube ich, pennen jetzt, oder?
Ich hoffe, er haut ab. Ja, bei dem ist das jetzt ein bisschen doof. Wir müssen die Falle nämlich hier vorne platzieren. Ne, nur wecken und dann hier vorne hin. Und zack. Sehr schön. Und da haben wir auch den Barod fertig. Oh, ich hasse den Burschen. Ich bin so froh, dass der jetzt fertig ist. Ui. Haben wir doch noch eine interessante Quest machen können hier. Sehr schön. Und hier haben wir ihn auch endlich mal ganz gesehen. Der Kaktor hat uns das letzte Mal ja so ein bisschen daran gehindert. Aber das hat ja jetzt zum Glück sehr gut geklappt. Begib dich sofort zur Wildturmödnis. Ja, ja, bla bla. Hallo. Oh. So, mal eben kurz hier reinklicken. Und dann sehen wir auch, wie viele wir... Genau, hier. Dann haben wir schon mal die ganzen Punkte. Und wir haben jetzt schon den Barod hier auf Stufe 3. Das ist verdammt cool. Den Kulugiaku haben wir jetzt auf 2, auch bald 3. Anjan hat auch schon 1. Ne, der Rioratodo ist jetzt auch schon bald auf 1. Also da haben wir schon so ein paar Punkte bekommen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ganze Vervollständigen und Co., das werde ich dann eh mit dem Hauptcharakter machen. Und ja, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Da wird es auf jeden Fall dann auch ein paar schöne Jagden geben. Mal gucken, wie ich das Ganze dann designe bzw. mache. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.